Ja, dann hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf und bei alle Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Und ich habe euch heute wieder Michael Jakob mitgebracht von alleaktien.de. Wie geht's dir? Sehr gut, vielen Dank für die Einladung, Kolja. Ja, bitte, bitte. Und Michael ist ein genauso begeisterter Tech-Investor wie ich. Und du hast ja nicht nur deine eigenen Startups, über die wir ja auch unter anderem schon mal in einem Video gesprochen haben, verlinke ich hier oben, und wo du so ein bisschen über deine McKinsey-Zeit erzählt hast, sondern du bist ja auch begeisterter Tech-Investor. Und wir schauen uns heute mal zwei Tech-Giganten an, nämlich Tencent und Facebook. Worin unterscheiden sie sich? Worin ähneln sie sich? Und vielleicht kannst du als Aktionär dann später entscheiden, ob eine von diesen beiden Aktien für dich interessant ist. Dann fangen wir doch erstmal an mit so ein paar, ja, Key Facts, mit ein paar spannenden Sachen über das Unternehmen Tencent. Tencent ist Chinas Nummer 1 Social Media Firma und App, und der Gründer will nicht nur eine App machen, so wie bei Facebook, sondern alle Apps. Und zwar ist es so, dass die App ein eigenes Ökosystem ist, wo man auch alle möglichen anderen Dinge machen kann, wie ein eigener Marktplatz in China. Wie heißt diese App? WeChat. WeChat. WeChat heißt die App mit einer Milliarde täglicher Nutzer, ähnlich wie bei Facebook tatsächlich. Und neben dem ganzen Social-Media-Geschäft haben sie bei Tencent auch noch einen kleinen Tech-Fonds dazu, in dem sie zum Beispiel in Blizzard, Tesla, Nvidia und noch ganz viele weitere Tech-Startups investiert haben. Tencent hat eine Marktkapitalisierung von 400 Milliarden US-Dollar und verdient einen Umsatz von 44 Milliarden US-Dollar. Von den 44 Milliarden US-Dollar Umsatz bleiben dann knapp 11 Milliarden US-Dollar im Jahr hängen, so war es letztes Jahr. Und aktuell scheint Tencent auch eher günstig bewertet, nämlich mit einem KGV von 30, was in so einem Umfeld von einem, Peter Lynch würde sagen, Fast Grower, ja, eher gering bewertet ist. Das erwartete KGV auf 2019 ist sogar nur 23. Bei Facebook sieht es so aus, dass das Unternehmen das größte Social Network der gesamten Welt ist, mit ja mittlerweile schon 2 Milliarden Nutzer, wobei man dazu sagen muss, dass es sich hier nicht um diese Facebook-Desktop-Version nur handelt, die wir irgendwie kennen, wenn wir über Facebook sprechen, sondern über viele weitere Funktionen und Apps, über die wir auch später im Geschäftsmodell noch sprechen. Mittlerweile, Facebook, ja, 2004 wurde es ja gegründet, innerhalb von den letzten 15 Jahren auf insgesamt 529 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung angewachsen. Letztes Jahr 55,8 Milliarden US-Dollar Umsatz, und davon sind immerhin 22 Milliarden Dollar an Reingewinn bzw. 15 Milliarden an Free Cashflow hängen geblieben, also ein sehr profitables Geschäftsmodell. Und aktuell liegt der Aktienkurs bei etwa 185 US-Dollar. Gemanagt wird das Unternehmen vor allem durch CEO und Gründer Mark Zuckerberg, spreche ich jetzt mal für dieses Video rein Deutsch, und Sheryl Sandberg, die Chief Operating Officer ist, also COO. Bei Tencent ist das Geschäftsmodell ziemlich spannend, wie ich finde, vor allem wenn man es in Relation zu Facebook jetzt gleich noch im Anschluss setzt. Und zwar ist es bei Tencent so, dass sie entgegen aller Erwartungen keine Werbefirma ist, sondern sie verdient vor allem Geld mit Bezahlprodukten, nämlich 60% des Umsatzes ist von sogenannten Value-Added Services, so nennt man es einfach in der Fachsprache, die ganzen Bezahlprodukte. Das sind einmal, die Hälfte davon kommt schon vom Gaming, das ist ja einer der größten Spieleanbieter der Welt, und die andere Hälfte kommt einfach von Donations, Spenden oder auch Abo-Modellen. Da kann man zum Beispiel bei Tencent, kann man wie bei Twitch oder Livestreams oder auch bei TikTok, wenn man das ein bisschen vergleicht, kann man da einen Livestream machen, herumtanzen als Frau oder auch als Mann oder irgendwelche Stories erzählen, wie auch bei YouTube Livestreams. Und während dieser Livestreams kann man immer Geld spenden oder auch abonnieren, dass ich sage, ich will jeden Monat automatisiert da 5 Dollar den Creator unterstützen. Ja, so ähnlich wie bei Patreon oder so. Ganz genau, ja, okay. Bei Twitch ist es genau das Gleiche. Dieses ganze Modell der Abo-Modelle und digitalen Produkte macht ca. 60% aus. Und davon kriegen die immer einen Share dann, wenn jemand spendet? Oder? Okay. Ganz genau, ca. 30% auch. Oh, also nicht richtig heftig, ja. Ja. Und die letzten 40% teilen sich nochmal auf in Werbung, also wie bei Facebook traditionell. Es werden per Auktion Werbeplätze gekauft und verkauft, verhandelt. Und
Die anderen 20% sind Transaktionen, denn man darf nie vergessen, WeChat ist zwar ein Social Media oder die größte Social Media App in China, aber auch das Nummer 1 Zahlungsmittel. Also man bezahlt da nicht mit dem Bargeld oder mit der Kreditkarte oder mit irgendwas anderes, sondern man zahlt immer mit der App, die glücklicherweise auf jedem Handy in China bereits installiert ist. Und da werden jetzt, da fallen immer Transaktionsgebühren an, vor allem auf der Händlerseite. Die Kunden kostet es nichts, das ist genau wie bei Kreditkarten an sich. Und auch da entstehen knapp 20% des Unternehmensumsatzes. Okay, spannend. Also in erster Linie aber schon so Freemium-Modelle irgendwie oder halt, dass man einen Teil kostenlos wahrscheinlich nutzen kann, um viele Nutzer zu bekommen und dann aber auch zahlt für ganz konkrete Dienste oder halt eben Spenden an irgendwelche Creator und so. Mit dem Gaming, funktioniert es dann auch über diese App oder sind es nur Mobile Games? Oder? Es sind Desktop- und Mobile Games. Ja. Genau. Okay. Und vor allem fokussiert auf Echtzeit-MMORPGs, die auch im E-Sports richtig groß werden. Also Tencent will ganz klar in dieses E-Sports, wo ja auch die ganzen Creator und YouTuber, auch bei uns im Westen mittlerweile, die ganzen Spiele immer live streamen. Ja. Und man kann denen zuschauen und als Fans kann man dann Geld spenden. Und da wird das richtig große Geld verdient im Gaming aktuell. Ja, und Tencent hat ja auch, genießt ja im Endeffekt auch diesen Vorteil, dass sie, wenn jetzt ein ausländisches Unternehmen Spiele in China veröffentlichen muss es das immer mit chinesischen Unternehmen zusammentun. Und dann hat Tencent sozusagen einen Vorteil, weil es natürlich als bereits größtes Unternehmen in diesem Sektor natürlich dort viele ausländische Firmen anzieht, die dann wiederum mit denen kooperieren müssen. Ja, das ist natürlich auch eine gute Position, in der sich Tencent befindet. Ja. Ganz im Gegensatz zu Facebook. Tatsächlich ist Facebook vom Geschäftsmodell hier ein rein kostenloser Dienst. Das ist auch das größte erklärte Ziel von Zuckerberg. Er sagt ja, we want to connect the world. Ja? Das bedeutet, er will so viel wie möglich an Sachen rausballern, um alle Menschen auf der Welt zu erreichen. Und das sagt er, können wir eben auch in den ganzen entwickelten Ländern und so, in den noch nicht ganz so entwickelten Ländern nicht tun, wenn wir den Leuten Geld verlangen für unsere Dienste, die wir machen. Und deswegen ist es so, sie bieten kostenlos Dienstleistungen an und Produkte. Nehme ich mal als Beispiel etwas, was viele noch gar nicht so auf dem Schirm haben, ist der Facebook Marketplace. Es ist im Endeffekt einfach die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier auf Mallorca bin und ein Stand-Up-Paddle will oder irgendein Fahrrad, dann kann ich das dort direkt suchen und bekomme sofort, ich muss gar nicht irgendwie suchen nach Mallorca oder so, sondern alle Produkte, die ich da einschreibe, werden mir sofort erst mit in meinem Umkreis angezeigt. Mhm. Und in diesem Marketplace beispielsweise kann jeder kostenlos Dinge kaufen und verkaufen und Facebook verlangt dafür eben keine Transaktionsgebühr. Aber genau wie bei allen anderen Services ist es dann so, dass in diesen jeweiligen Apps oder Systemen Werbung geschaltet wird. Also eigentlich ist Facebook ein B2B-Modell, wo Facebook diesen Werbeplatz an andere Firmen verauktioniert. Der am meisten bietet, kriegt natürlich den Platz und damit dann das eigentliche Geld verdient. Also durch diese gesamte individuelle Nutzung, also einer, der ist zum Beispiel in einer Gruppe drin, die sich nur um irgendwie Fische handelt, weiß Facebook, okay, alle Leute, die hier drin sind, haben irgendwas mit Fischen zu tun und dann können sie jetzt, das ist ja ein enormer Wert, den sie haben, den können sie jetzt verkaufen an einen Werbekunden, der sei es, okay, das sind alles Fischinteressierte, hier werde ich wahrscheinlich einen guten Return on Capital machen, wenn ich da investiere. Und das ist eben bei Facebook eben das gesamte Modell, das muss man auch wissen, bei WhatsApp, bei Instagram, bei Messenger, bei allen anderen Diensten, auch bei Libra oder bei was noch alles kommt, wird es in der Regel eher so sein, dass sie nicht irgendwie durch die Payments bei WhatsApp oder so Geld verlangen oder verdienen, sondern dass sie einfach sagen, wir machen das so interaktiv wie möglich, dass so viele Leute das nutzen wie möglich und dann zahlen wir einfach denen, die da als erstes gefunden werden wollen, die müssen dann halt dafür zahlen in Form von Werbung, ja. Das ist das Facebook-Modell. Ich denke mal, die beiden, Tencent und Facebook, sind in der Strategie, in der folgenden Strategie sehr ähnlich, dass sie sagen, wir wollen jetzt erstmal ein geiles Produkt aufbauen, das wirklich so ein sogenanntes Star-Produkt wird, so nennt es auch Mark Zuckerberg und Mark Zuckerberg haben da lustigerweise genau den gleichen Begriff gewählt. So ein Star-Produkt, das wirklich perfekt ist, das kostenlos ist, das jeder benutzen möchte, wie jetzt Facebook, wie WeChat und erst dann, wenn man mal ein paar hundert Millionen Nutzer hat und ein paar Milliarden, erst dann monetarisiert man das Ganze. Ich glaube ja, Facebook hat ja 2,5 Milliarden Nutzer,
Und monatliche aber. Ja. Na, und aber von diesen monatlichen nutzen das ungefähr 66-70% täglich. Also wenn du jetzt alles sagst, klar, okay, Leute, die wirklich täglich Facebook nutzen, sind nicht ganz 2,5 Milliarden, sondern eher so 2,1 Milliarden. Aber, und das ist das richtig krass Interessante, die sind in der Regel eine ganze Stunde am Tag mit irgendwas von Facebook beschäftigt. Also wow, ja, das ist natürlich eine hohe Zeit, die die damit verbringen. Und im Durchschnitt klicken solche Leute wie wir halt und jeder andere auch. Man denkt immer gar nicht, aber man klickt halt doch schon fast 10-mal im Monat auf irgendeine Anzeige und viele kaufen dann eben auch was. Ja, bei WeChat oder Tencent hat knapp 1,5 Milliarden Nutzer und ja, eine Milliarde tägliche Nutzer. Mhm. Insgesamt erreichen sie eigentlich auch 2,5 Milliarden, und zwar über WeChat und QQ, aber man nimmt einfach an, dass die Überschneidung so groß ist, dass die Unique Visitors, also die einzigartigen Benutzer, einfach nur 1,5 Verstehe. Milliarden sind. Okay. China hat ja eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden mhm, und die haben aber mehr Nutzer als die chinesische Bevölkerung, einfach weil sie auch viele Nutzer wie zum Beispiel mich haben. Ich bin ja auch kein Chinese. Ja. Oder vielleicht auch in anderen asiatischen Ländern. Ganz, ne? Genau, das ja, ist eigentlich der Regelfall. Oder ja, in Vietnam, Thailand, Japan, also in den ganzen angrenzenden Ländern. Okay. Angrenzend Japan, okay. Ja. Wie sieht es... Oh, nee, ja, erzähl weiter. Und ansonsten wollte ich eigentlich nur noch sagen, dass was man bei Tencent noch zusätzlich dazu bekommt, ist so eine Art Tech-Fonds. Das ja, heißt, sie investieren zum Beispiel 5% an Blizzard, gehört ihnen, 5% an Tesla, 12% mhm, an Snapchat. Das ist ja schon so ein bisschen Konkurrenz von Facebook vielleicht. Man, ja. Seit wann haben sie die Beteiligung von Snapchat, weißt du das? Schon sehr lange oder? Eher spät. Okay. Also entweder kurz vor dem IPO oder danach glaube ich nicht, aber kurz vor dem IPO. Okay. Also eher früh. Ja, also nicht, Snapchat gibt es ja bestimmt schon 6 Jahre. Jetzt meine ich, ach so, genau. Ach so, also okay, verstehe, was du meinst. In der Lebenshistorie, okay, von Snapchat. Okay. Genau, also in meinen Augen oder auch 92% an Riot Games, das kennst du sicher, ist nämlich der Hersteller von League of Legends, ja, eines klar, der größten E-Sports ja, überhaupt. Ja. Von denen besitzen sie 92% sogar mhm, und sind damit in meinen Augen der größte Gaming-Produzent der Welt. Okay. Die messen an den Nutzern und dem Umsatz. Also man sieht schon, wenn ihr genau aufpasst, ist es ähnlich, ne? Social Media und so, aber sie verdienen auch auf andere Art und Weise Geld. Das ist schon mal interessant. Wie sieht es denn aus, ja, mit dem Buzzword Burggraben bei Tencent? Ja, beim Burggraben Tencent sehe ich vor allem zwei Bereiche sehr stark. Das einmal ist die Regierung, die Tencent eher unterstützt. Und das andere sind einfach die 1,5 Milliarden Nutzer, die man noch extrem nutzen kann, um noch viel mehr Geld zu verdienen. Komme ich mal kurz zum Regierungsburggraben. Den sehe ich hier vor allem deshalb, weil in meinen Augen in China oder eine Regierungsbeteiligung in China als sehr positiv empfunden wird. Das wird auch von der Bevölkerung als sehr positiv empfunden. Das bedeutet nämlich, du hast ein Unternehmen, das wirklich staatlich anerkannt ist, das vom Staat unterstützt ist und nicht irgend so ein Abzockunternehmen, sage ich mal. Also es wird so eine Art Seriosität dazugegeben. Das Zweite und viel Wichtigere ist aber eigentlich noch, dass auch China ist ja ein Überwachungsstaat und auch ein kommunistischer, wie wir wissen, der zentral regiert wird, ohne jetzt komplett freie Wahlen und so weiter, die haben ja ein enormes Interesse daran, auch dass die chinesische Regierung, die People's Republic of China Regierung, dass die immer an der Macht bleiben möchte. Und das geht am leichtesten, indem sie die Bevölkerung kontrollieren und auch indem sie die Medien zensieren. Und dafür brauchen sie natürlich alle Daten vom chinesischen Facebook, von Tencent und von WeChat, denn es ist wie eine Symbiose, so muss man sich das Ganze vorstellen. Ja. Und deswegen kann ich es mir... Ich war fast 2 Jahre in China und auch als Investor kann ich es mir einfach nicht vorstellen, dass mhm, sie sagen, okay, Tencent wollen wir jetzt komplett zerstören und auseinandernehmen, so wie es die US-Regierung teilweise mit Facebook vorhat. Das ist nicht ganz so extrem. Ja. Und deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, weil dann würde es ja ein weiteres Social-Media-App geben, wird sicher irgendwann wieder aufkommen, mhm, aber da muss man wieder die Symbiose schaffen, wieder alle ja, Verträge verhandeln und so weiter und welche Daten werden wie geteilt. Das wäre mit einem enormen Aufwand verbunden. Und durch diese Unterstützung... Und von diesem Startup fließen wahrscheinlich nicht so viele Spendengelder an die Regierung. Ganz genau so sieht es aus. Und das andere Spannende ist, einerseits bekommen sie den Schutz der Regierung, dass kein anderes zweites Social-Media-Startup so groß werden kann. Und das hat halt für Tencent jetzt vor allem den Vorteil, sie können sich wirklich in ihrem Kerngeschäft voll und ganz darauf fokussieren, die existierenden Nutzer, die mhm, sie haben ja schon alle Chinesen, einfach noch besser zu monetarisieren ja, oder ins Ausland zu expandieren. Ins Ausland zu expandieren haben sie aber aktuell übrigens keine Fragen. Da habe ich einen Produktmanager in Shenzhen interviewt vor 6 Monaten. Mhm.
Und die gehen nicht jetzt ins Ausland, meine, ja? Genau. Nee, okay. Haben sie jetzt nicht vor in den nächsten 5 Jahren. Mhm. Zumindest nicht aktiv. Ja. Und was ich noch sehr spannend fand, ist, dass eben Facebook hat in meinen Augen so ein bisschen das, ja, das Problem, sag ich mal, dass sie müssen immer so das nächste Social Media Startup finden, das gerade groß wird. Mhm. Oder vor ein paar Jahren war es eben WhatsApp, dann war es Instagram. Da hat es zweimal sehr, sehr gut geklappt. Die haben sie zu einem spektakulären Schnäppchenpreis eingekaufen können. Bei Snapchat hat es zum Beispiel... Naja, WhatsApp war nicht so günstig. 19 Milliarden oder so. Ja, also ich denke mal, bezogen auf die Nutzer ist es immer noch sehr günstig, weil Facebook... Aber Instagram hat nur 1 Milliarde gekostet. Das war wirklich günstig. Ich denke mal, bei WhatsApp ist es ja so, wie viel sagst du? 20 Milliarden für wie viel Nutzer? Ich müsste nochmal genau nachgucken bei WhatsApp, aber ich glaube, sie haben 19 Milliarden bezahlt. Ich denke, bei Facebook wird ja aktuell, wenn man es auf einer Pro-Nutzer-Basis bewertet, wird ja bei Facebook jeder Nutzer, glaube ich, mit knapp $100 bewertet. Also Marktkapitalisierung geteilt durch die Anzahl der Nutzer. Ist jetzt ein wild guess. Müsst ihr mal selbst zu Hause nachrechnen. Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Das wäre ein guter Punkt, ja. Ja, genau, 19 Milliarden waren es, genau. Wenn man es jetzt, du musst es ja, das sind ja so indirekte Vorteile, weil du kannst jetzt sagen, Facebook hat bisher noch nicht 19 Milliarden verdient an WhatsApp durch Werbung oder so, weil sie fast nirgendwo Werbung schalten bei WhatsApp. Manchmal schreiben das Leute, hey, scheiße, ich habe nur Werbung bei WhatsApp, scheiß Facebook. Dann wurde aber ihr Handy gehackt. Ja, das hat nichts mit Facebook zu tun. Ich habe auch noch nie Werbung gesehen. Genau, aber erzähl weiter. Genau, ich wollte eigentlich nur sagen, den Punkt, dass Facebooks Strategie basiert auch ein bisschen darauf, dass sie halt sagen, wir müssen immer das neueste Social Media Startup finden, das gerade groß wird und schnell am Wachsen ist. Sobald die mehr als 100 Millionen Nutzer haben, die aktiv sind, müssen wir dann einen guten Vorschlag raus haben, die zu akquirieren. Und eben, bei WhatsApp und Instagram hat es sehr gut geklappt, bei Snapchat jetzt nicht zum Beispiel, bei TikTok hat's, oder Musical.ly hat es auch nicht geklappt. Snapchat war jetzt kein Problem, da haben sie einfach die Features kopiert und die gehen sowieso im Aktienkurs eher so seitwärts. Ja. Musical.ly oder TikTok, das ja jetzt dem chinesischen Unternehmen ByteDance komplett gehört, die, glaube ich, sind sehr, sehr erfolgreich tatsächlich. Und auch eine Konkurrenz von Tencent mittlerweile. Okay, dann komme ich ja noch ein bisschen, einen Schritt zurück, auch nochmal zum allgemeinen Burggraben von Facebook, genau wie bei Tencent, natürlich bei so einem riesigen Unternehmen mit über 1 Milliarde Nutzer, da sind natürlich gigantische Netzwerkeffekte vorhanden. Wenn jetzt irgendjemand einen Marketplace aus dem Boden stampfen will, von 0 auf 100, dann hat er diese große Herausforderung, wie kriege ich irgendwie Traffic auf die Seite? Ja? Bei Facebook ist es nun mal so, keine Ahnung, ich stelle da irgendein Gesuch ein und habe eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich direkt dort gefunden werde. Und deswegen, diese Netzwerkeffekte führen eben dazu, dass so Unternehmen wie Facebook und Tencent gar nicht Werbung unbedingt machen müssen für viele Dienste, weil sich das über Word of Mouth immer weiter und weiter herumspricht. Das ist dieser Netzwerkeffekt ist gigantisch bei Facebook und ich sage immer, ja, du willst den Burggraben von Facebook wissen, dann erzähle ich dir mal so von den ganzen anderen Social Media Startups, die es versucht haben, mit Facebook aufzunehmen, egal ob es jetzt StudiVZ, was ja ein reiner Abklatsch war, oder irgendwie Friendster ist, oder dann kam ja auch Google Plus später, das ist grandios gescheitert. Man hat gesehen, selbst ein riesiger Tech-Gigant wie Google kann kein Social Network bauen. Zwischendurch hatte sich Apple auch mit diesem Ping-Netzwerk versucht bei iTunes, das hat auch nicht funktioniert. Und dann gab es immer wieder solche Startups, die sagen, ja, Facebook ist quasi so zentral und Macht und Datenmissbrauch. Wir machen alles liberalisiert und dezentral und so weiter. So Diaspora war da zum Beispiel ein Beispiel, aber das Problem ist immer, das interessiert in der Praxis keinen. Also alle Leute sagen immer in der Theorie so, ja, mir sind Daten voll wichtig und so weiter. Und in Wahrheit, wenn es um den Geldbeutel geht oder um die eigentliche Entscheidung, nutzen sie aber solche Sachen wie Diaspora dann nicht, weil dann die Verantwortung wieder bei ihnen selber liegt, sie viel mehr wieder machen müssen und deswegen sich solche Netzwerke meistens nicht durchsetzen. Ich weiß nicht, ob du noch Vero kennst. Hast du von Vero mal gehört? Nee, hab ich noch nie gehört. Das war halt so ein Social Media Network, was vor, glaube ich, so 1,5, 2 Jahren so das Licht der Welt erblickt hat, ganz viel Medien-Tamtam bekommen hat, mit vielen Influencern und YouTubern erfolgreich an den Start gegangen ist, mit so 1 Million Nutzern dann ganz schnell. Und dann ist es so grandios gescheitert und zusammengekracht, wie so ein riesiger House of Cards, ja. Und ich will mich jetzt nicht lustig machen über gescheiterte Unternehmen. Ich will einfach nur sagen, man sieht einfach in der Praxis, dass es keiner schafft, ein zweites Facebook zu bauen. Jetzt kurz auf deinen Kritikpunkt.
Ich sehe es nicht so, dass sie alle neuen Startups acquiren müssen zu günstigen Preisen, weil man sieht ja auch mit dem Facebook Messenger beispielsweise, den sie ja selbst nochmal neu entworfen haben, den man als separate App brauchte und der sehr, sehr, sehr rasant wächst, auch mit was die Story-Nutzung angeht und so weiter, dass sie eben sehr gut auch eigene Produkte zum Laufen bringen können aus Facebook heraus. Aber eben, genau wie du gesagt hast auch, dass sie sich natürlich angucken, okay, wenn irgendwo ein Startup oder ein Network der Welt schnell neue Nutzer bekommt, ja, dann sehen sie das natürlich sofort und können das sofort in ihren Funktionen nachbauen. Aber natürlich klappt das nicht immer, das ist klar. Aber bei Snapchat haben wir gesehen, die haben halt den Boden komplett unter den Füßen weggenommen, was dann die Nutzung anging. Und bei Instagram hatten einfach die Influencer schon den großen Vorteil, dass sie bereits eine große Reichweite hatten, dass sie viel schneller gefunden werden können, weil Instagram gleichzeitig auch eine viel bessere Suchfunktion hat und somit dann auch viel schneller gewachsen ist als Snapchat. Aber so viel zum Burggraben. Ich hätte noch eine Frage zum Burggraben. Genau, okay. Bei Tencent ist es natürlich logischerweise genau der gleiche Burggraben mit den Nutzern. Aber als ich das erste Mal in China war, das war glaube ich 2016, und dann habe ich mir natürlich sofort WeChat geholt, als ich dort angekommen bin, weil ich sonst mit niemandem kommunizieren kann. Ja. Und das Erste, was mir dann aufgefallen ist, wie heavy das ganze Zeug in China monetarisiert ist und ausgenutzt. Oder? Also sie haben gesagt, wir haben 1,5 Milliarden Nutzer und wir nehmen das jetzt nicht einfach als Burggraben an sich hin, sondern wir sagen noch, wir nutzen das jetzt und versuchen diesen 1,5 Milliarden Leuten einfach alles Zusätzliche auch noch zu verkaufen. Okay. Und so entstand ja im Grunde auch die Idee, dass man sagt, WeChat als Plattform, als statt nur WeChat als Social Media App. Mhm. Und dann kam eben nach und nach, du kannst jetzt ein Uber-Taxi oder ein Didi-Taxi, so heißt das chinesische Uber, bestellen, du kannst Essen bestellen, das ist sehr beliebt, Flugtickets buchen, du kannst in Fonds und ETFs und Aktien mit WeChat investieren und all bei diesen Dingen, die sind fast alle kostenlos, außer man bestellt jetzt Essen, aber an sich bekommt halt Tencent auch immer eine Provision, es ist auch wie ein interner Marktplatz, so wie du das schilderst. Ja. Und jetzt die Frage an dich, was ich mich einfach gewundert habe, ist, ich kannte Facebook nur als eine Social Media App oder als eine Website oder App, wo halt alles kostenlos ist und sie machen wirklich nur Social Media. Das ist ihre Kernkompetenz und darin sind sie auch exzellent. Mhm. Aber warum versuchen sie mir nicht, irgendwie so in den Finanzbereich zu gehen oder mir zum Beispiel zu sagen, hey, ich finde das mit dem Marktplatz jetzt zum Beispiel eine sehr gute Richtung oder mir zum Beispiel, dass man jetzt Livestreams machen kann, Geld spenden kann, damit ich da zum Beispiel könnten sie ja sowas launchen. Ja, ich weiß, was du meinst. Zum Beispiel das Intuitivste vielleicht wäre sogar sowas wie Apple Pay, was sie, oder Facebook Pay, nenne ich es jetzt mal, hätten sie launchen können. Ja. Und weil das hat ja jeder perfekt installiert und so weiter. Mhm. Und das habe ich mich einfach da schon, das frage ich mich bei Facebook schon sehr, sehr lange Zeit. Vielleicht haben wir auch Facebook-Mitarbeiter als Zuschauer. Das würde mich dann auch mal interessieren, wenn ihr da was kommentieren könnt. Okay, also genau kann man natürlich da nur spekulieren, warum. Ich würde mir denken, dass es aus dem Grund ist, dass halt Zuckerberg sich sagt, das steht meiner Mission entgegen, die Welt zu verbinden, so schnell wie möglich. Wenn ich jetzt anfange, in jedem Bereich noch Konkurrent zu werden von den Unternehmen, die schon auf meiner Plattform auch sind, dann baue ich im Endeffekt Konkurrenz auf zu den Leuten, die eigentlich mit meinen Services auch werben wollen. Ja. Du hast ja gleich anlehnt im nächsten Video, da werden wir dieses Empire versus, was war das andere nochmal? Ökosystem. Genau, Empire versus Ökosystem-Modell. Und ich glaube eben, dass Facebook hier auch eher auf dieses Ökosystem-Modell setzt und sich sagt, ich gehe nicht in Konkurrenz zu den Werbepartnern, die bei mir viel Geld ausgeben und die vielleicht den Service, den ich anbiete in einem Bereich, nehmen wir mal jetzt irgendwie Payment oder nehmen wir mal irgendwie Flugbuchen und andere Sachen, wo sie sich vielleicht sagen, ey, wir können das nicht so speziell so gut oder die Konkurrenz ist einfach vielleicht hier international größer, als jetzt nur in einem Land wie China Tencent Konkurrent hat, weil man weiß ja auch nicht, viele Chinesen dürfen ja auch viele ausländische Sachen nicht nutzen und somit haben sie wahrscheinlich einfach ein kleineres Angebot, wo Tencent dann immer der beste Player wahrscheinlich ist, aber ich würde jetzt mal einschätzen, dass es einfach international für Facebook viel mehr Konkurrenz gibt, was jetzt die ganzen anderen zusätzlichen Dienste angeht. Oder vielleicht sagt sich Zuckerberg auch einfach nur, Bitch, please, focus, focus, focus. Ja, klar könnten wir jetzt noch irgendwie Geld damit verdienen, dass wir Affiliate-Marketing machen oder das und das machen und das und das machen. Aber ich finde, man sieht auch immer sehr häufig bei vielen Unternehmen, klar, Amazon ist hier so ein anderes Beispiel, wie wir gleich sehen werden, aber wenn wir jetzt uns Google angucken und andere größere Unternehmen, dass sie eigentlich
ein Kerngeschäftsmodell haben und dass sehr häufig all die ganzen anderen Experimente, die sie versuchen, floppen. Ja, ja. Das finde ich eine sehr, sehr nachvollziehbare Erklärung. Ja, also, aber eigentlich müsstest du natürlich ihn fragen dann. Also ich will nächstes Jahr auf die HV, dann werde ich mir deine Frage mal anschauen. Ja, aber dann gehen wir doch jetzt mal weg vom Burggraben hin zum, zum Management und zur Bewertung von den aktuellen Unternehmen Facebook und Tencent. Was denkst du denn so in Bezug auf die Bewertung von Tencent? Sollte man die Aktie jetzt kaufen? Hast du sie im Depot oder wie viel ist sie so wert? Ja, also Tencent ist aktuell 400 Milliarden an der Marktkapitalisierung wert, ist ein schuldenfreies Unternehmen, wie ganz viele der Tech-Unternehmen und natürlich von einem extremen Wachstum geplagt, nämlich ein durchschnittliches Wachstum von 50% des Umsatzes in den letzten 10 Jahren, also jedes Jahr 50% mehr. Es wird auch erwartet, dass es die nächsten 3 Jahre noch bei 50% pro Jahr bleibt und genauso 50% auch beim EBIT, also beim operativen Gewinn. Das ist wirklich richtig krass. Deshalb erreicht das Unternehmen auch 10 von 10 Punkten im Alle-Aktien-Qualitätsscore und ist damit in unseren Augen ein echtes Qualitätsunternehmen. Und ich persönlich halte auch Tencent tatsächlich selbst direkt in meinem Aktiendepot. Ich halte auch Alibaba. Ansonsten kann man einfach nur sagen, dass aktuell in meinen Augen einfach keine Konkurrenz in Sicht ist. Möglicherweise ByteDance, die dieses TikTok oder Musical.ly machen, die momentan vor allem bei Teenagern richtig abgeht. Aber auch da, die sind wirklich 100% fokussiert auf Werbung, wohin Tencent noch viel mehr so als Gaming- und Paid-Services-Plattform zu sehen ist. Ja. Laut Peter Lynch ist Tencent ein Fast-Grower, genau wie Facebook. Das heißt, wenn jetzt das Wachstum mal 30% im Jahr ist statt 50%, dann wird die Aktie bestimmt heftig nachlassen. Aber ich denke, da ist ein guter Teil schon eingepreist tatsächlich. Denn es gibt sehr, sehr viele China-Skeptiker in Deutschland, aber auch in Amerika, die sagen, die chinesischen Regierungen sind alle korrupt, die Zahlen sind gefälscht, zu den Risiken kommen wir gleich noch. Ja. Deswegen glaube ich, diese chinesischen Unternehmen und auch die großen Tencent und Alibaba sind aktuell eher unterbewertet. Da schließe ich mich Ray Dalio an, einem der größten Fondsmanager der Welt, der eben genau das Gleiche auch vor wenigen Tagen behauptet hat. Ganz genau. Okay, also aktuell deiner Meinung nach ist Tencent noch unterbewertet, so, ja? Ja, also aktuell haben sie einen KGV von 30 und auf dem erwarteten Gewinn von jetzt nächstem Jahr 23. Das halte ich für ein Unternehmen, das so ein Quasi-Monopol, das auch noch vom Staat garantiert wird, nenne ich es mal in Anführungszeichen, sehr, sehr, sehr niedrig. Und das multipliziert mit dem Wirtschaftswachstum von China 7% pro Jahr und der wachsenden Gaming-Industrie, die wächst seit 13% pro Jahr in den letzten 10 Jahren, finde ich das ein sehr, sehr starkes Set. Natürlich ist am Schluss immer die Frage, glaubt man die Zahlen, glaubt man 7% Wirtschaftswachstum von China, aber ich sag mal so, wenn man dem Management und auch den Regierungen bei den Zahlen sowieso nicht glaubt, dann macht eine Analyse sowieso gar keinen Sinn. Ja, genau, also dann macht es auch keinen, dann würde man ja wahrscheinlich auch generell gar nicht in dem Land investieren. So, ne? Die Frage ist natürlich, ob jetzt eine Unterbewertung, die durch diesen Abschlag zustande kommt, weil viele so skeptisch sind oder weil viele nicht dort investieren wollen, ob das sozusagen jemals aufgelöst wird, also ob quasi China diesbezüglich seine Politik ändert, sodass viel mehr Kapital dort aus dem Ausland investiert wird auch und dann sich diese Unterbewertung aufhebt. Das ist natürlich auch eine spannende Frage. Ja. Können wir gleich in den Risiken besprechen. Ja, was Facebook betrifft, ich habe das mal so ein bisschen auch durch Discounted Cashflow nochmal durchgejagt mit meinen aktuellen Prognosen und Zahlen in Bezug auf den aktuellen Kurs, der ja bei $185 liegt und habe rausgefunden, dass, beziehungsweise errechnet, dass mit meinen Renditeforderungen und mit meinen Wachstumsannahmen Facebook noch ungefähr 50% Upside hat in den nächsten 10 Jahren. Das bedeutet also, ich habe mindestens 10% an Risikoverzinsungen, die ich sowieso immer haben will, gerade bei einem Unternehmen wie Facebook, was natürlich auch potenzielle Risiken hat, kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber man muss auch sagen, schuldenfreie Bilanz und so weiter. Also Facebook ist jetzt nicht ganz so rasant mehr am Wachsen wie noch vor einigen Jahren, aber immer noch selbst unter erschwerten Marktbedingungen haben sie Rekordgewinne eingefahren. Und also in meinen Berechnungen mache ich immer auch eine Rezession für die nächsten 10 Jahre rechne ich dann immer mit ein, damit ich weiß, okay, ich bin, wenn ich jetzt von den konservativen Wachstumsannahmen angehe, dann bei einem Potenzial zum eigentlichen Wert von ungefähr 50% und demnach ist Facebook jetzt immer noch auch unterbewertet. Genau, dann kommen wir jetzt nochmal zu den Risiken. Fang du erstmal gerne wieder an bei Tencent. In meinen Augen gibt es bei Tencent aktuell 3 mögliche große Risiken, die dem Unternehmen wirklich stark zusetzen können und das sind einmal Regierung,
dass es hier Probleme gibt. Das zweite ist, dass die Zahlen irgendwo nicht stimmen. Und das dritte ist, dass das Wachstum deutlich, deutlich nachlässt. Mhm. Kurz zu jedem der drei Punkte einen kurzen Satz. Bei der Regierung sehe ich wirklich das größte Risiko, dass es irgendein massives Instabilitätsproblem gibt, dass zum Beispiel die monopolistische Regierung zum Fall kommt oder dass sie sich irgendwie mit der Regierung zerstreiten. Der CEO, Ma Huateng zum Beispiel, sich mit der Regierung zerstreitet. Oder auch, dass sich die Regierung jetzt kurzerhand entscheidet, das Land viel stärker nach außen zu öffnen und zum Beispiel auch sagen, wir lassen jetzt auch Facebook rein. Das könnte ja immer noch sein. Ja. Ich halte dieses Risiko aber für sehr, sehr gering. Und in meinen Augen sehe ich jetzt auch keine, abgesehen von Hongkong natürlich, keine großen sozialen Unruhen innerhalb Chinas oder irgendeinen anderen Faktor, warum ich einen Grund zur Annahme habe, dass jetzt die Regierung von China in den nächsten 5 oder 10 Jahren ein komplettes Missmanagement betreiben würde. Okay. Das zweite ist die Zahlen. Hier habe ich ja gerade schon gesagt, am Ende des Tages ist es immer die Frage, glaubt man den Zahlen oder nicht. Bei Tencent und bei der chinesischen Regierung glaube ich sie tatsächlich, aber vor allem bei Tencent. Warum? Weil Tencent an der Börse Hongkong gelistet ist, als mit der ISIN 700. An der Hongkonger Börse sind alle Wertpapiere mit Zahlen notiert. Also 700 ist die WKN sozusagen von Tencent. Und diese ganzen Unternehmen, die an der Hongkonger Börse sind, werden auch von internationalen Wirtschaftsprüfungen Unternehmen, die sehr, sehr reputabel sind, wie KPMG, PwC zum Beispiel, geprüft. Und ich glaube, die prüfen das sehr, sehr ordentlich. Und deswegen, wenn die das prüfen und sagen, die Zahlen okay, dann glaube ich denen das auch. Hm. Bei kleinen Small Caps in China, da wäre ich extrem vorsichtig, muss ich ganz klar sagen. Und okay, da investiere ich zum Beispiel auch nicht. Und jetzt das dritte große Risiko, das ist im Grunde, was man auch so als Kursrisiko häufig bezeichnet, oder einfach das Wachstumsrisiko. Genau. Das am Schluss ist Tencent einfach ein Fast Grower. Hm. Die Wachstumserwartung ist 50% im Jahr, was enorm ist. Was wirklich enorm ist, auch im Vergleich mit Amazon oder was auch immer. Und wenn es nicht erreicht wird, dann wird es da einen starken Kurseinbruch geben. Damit muss man einfach leben. Das heißt, es ist jetzt keine Aktie, in der ich meine gesamte Rente reinstecken würde oder auf Kredit mein Haus verkaufen oder sowas, sondern es ist eine Aktie mit hohen Chancen und hohen Risiken. Okay. Ja, super eingeschätzt. Also ich fand auch dieses eine Risiko, was du gesagt hast, das wäre eigentlich das Einzige, was ich sehe, dass eben diese Liberalisierung tatsächlich irgendwann stattfindet und dann eben Tencent auch mehr internationale Konkurrenz hat und dadurch ein Teil des Programms schwindet. Aber da weiß man natürlich auch nicht, wie sensibel da auch die chinesische Bevölkerung ist für andere Unternehmen, wie sehr das Vertrauen ist. Und so bei Autos feiern sie es ja total, so deutsche und andere Autos und so. Also, oder man weiß es halt einfach nicht, ja. Das ist ein Unsicherheitsfaktor. Bei Facebook gibt es dieses Risiko nicht. Sie sind einfach der Konkurrenz aus der gesamten Welt ausgesetzt. Ich sehe auch nicht dieses Risiko der Zerschlagung, weil dann, wenn halt ein Unternehmen abgespalten werden muss, dann ist es halt eben separat an der Börse. Ich sehe das nicht als geringstes Risiko für Facebook. Was ich jedoch als Risiko sehe, sind immer diese ganzen merkwürdigen Annahmen von wegen, meine Daten gehören mir und so weiter. Ja, okay, kann man ja der Meinung sein, dann, wenn meine Daten bei mir gehören, dann behalt sie doch für dich, so ungefähr. Ja? Also wenn du willst, dass deine Daten dir gehören, dann behalt sie einfach für dich. Aber wenn du halt irgendeinen anderen Service nutzen willst, ja, und der Preis, den du zahlst, nun mal eben deine Daten sind dafür, dann sind es halt eben nicht mehr nur deine Daten. Und es könnte sein, sollten irgendwelche dubiosen Methoden, die hier einige Wissenschaftler angewendet haben, die sagen, Facebook sollte seinen Code und alles teilen mit den anderen Startups und mit anderen Unternehmen. Das wäre natürlich sozusagen, also das wäre so, wie als würde man Unternehmen auf einmal teilen, zwingen, alle Patente zu teilen mit den anderen Unternehmen und so. Ja. Das wäre im Endeffekt dann ein starker Angriff auf den Burggraben von Facebook. Und ansonsten sehe ich nicht so dieses Risiko, was auch viele sehen, von wegen, dass Facebook stirbt oder tot ist. Das geht meiner Meinung nach auf seinen Denkfehler zurück, dass man Facebook einfach nur auf diese Desktop-Version reduziert und sagt, ja, es gibt nicht mehr so viele junge Leute, die das nutzen, aber Instagrams, Messenger, WhatsApp und so nutzen eben trotzdem alle. Also man muss weg von Facebook einfach nur als das, was man am Computer sieht, hin zu dem, was alles noch an Diensten dahinter steckt. Und ich sehe eher so das Risiko, was auch passieren kann, wenn ein Mann zu viel Macht hat, genauso wie bei Amazon, was wir gleich noch sehen werden, ist nun mal, dass, also bis aktuell hat die Entwicklung von Facebook und der Aktienkurs von Facebook bei all den Kritikern am Ende Zuckerberg immer recht gegeben. Er hat massiven Shareholder-Value kreiert. Er hat
alles, was er angefasst hat, fast zu bahnbrechendem Erfolg gemacht. Es könnte halt sein, er ist noch ein sehr junger CEO, es könnte immer sein, wenn eine Person so viel Macht hat und so, dass er irgendwann so eine Art Realitätsentfremdung hat, weißt du, was ich meine? Dass er so denkt, ja, er ist unbesiegbar, er ist unangreifbar, egal was kommt, und dass dann auf einmal er mit einer Strategie so krass übertreibt, dass er voll das Ganze vor die Wand fährt. Das sehe ich als ein Risiko, ja, zu Facebook. Ja, dann sind wir natürlich gespannt, was ihr von den beiden Unternehmen haltet. Für mich ist es eigentlich interessant, wo ich sagen würde, ey, eigentlich könnte man beide im Depot haben. Ja. Oder nur eine. Aber wir sind gespannt, was ihr sagt. Und zu beiden Unternehmen gibt es übrigens auch bereits alle Aktienanalysen, die ich euch unten drunter verlinke. Und ansonsten, ja, danke dir fürs erste Interview. Jetzt gucken wir uns als nächstes noch Alibaba und Amazon an.